das da hinter mir erinnert mich so ein bisschen an das Moos in der Nähe von Benediktbeuern. Es fehlt allerdings der Bergblick. Gut, dafür gibt es dann hier aber Schafe. Ich bin jetzt mal hier ins Moor reingelaufen. Da gibt es viele kleine Wegelchen, die natürlich auf keiner Karte wirklich vermerkt sind. Ich lasse mich mal überraschen, ob diese Wege irgendwo hinführen oder Sackgasse, Kreisverkehr. Ich lasse mich überraschen. Also hier sieht man immer wieder alte Schienen. Ich vermute mal früher vom Torfabbau. Ja, diese ganzen Wegelchen hier, die führen schon irgendwo hin, aber leider in die völlig falsche Richtung, also drehe ich wieder um. Jetzt habe ich doch noch einen Steig gefunden, laut Karte, der einmal da ins Moor hineinführt und dann auch wieder raus. Schauen wir mal, ob es gleich 180 Grad Drehung gibt. Ja, das schaut gut aus. Also wenn ich Glück habe, geht es jetzt wieder zurück auf den Hauptweg. Dann war das zumindest ein kleiner Schlenker. Jo, das schaut doch gut aus. Und es geht zurück durchs Moor auf der anderen Seite zum Hauptweg nach vorne wieder. Diese Landschaft erinnert mich sehr an die Lüneburger Heide. Da habe ich vor einiger Zeit mal eine Fahrradtour gemacht. Das hier ist aber nur das Spatenbräufilz in der Nähe von Tanning. Nicht ganz so berühmt. Und auch nicht ganz so bunt wie die Lüneburger Heide. Aber das liegt vielleicht auch an der Jahreszeit. Also wahrscheinlich liegt es an der Jahreszeit. Denn Heidekraut sehe ich hier schon. Dass meine Schuhe wasserdicht sind, denn hier ist es durchaus etwas sumpfig. Also ohne GPS-Navigation wäre man da echt verratzt. Also theoretisch geht jetzt da geradeaus den Weg weiter, aber schauen wir mal. Ich muss da durch dieses Moos durch, was ich jetzt nicht so vertrauenserweckend finde, ehrlich gesagt. Ah doch, da. Könnte sowas wie ein Weg sein. Ja, also hier gibt es einen Weg, aber die Karte sagt, es ist keiner. Ich glaube, aber ich entscheide mich für die Realität. Deswegen schaue ich einfach mal, wo das Ding jetzt hier hinführt. Ich
bin ja hier nicht in the middle of nowhere, sondern durchaus noch in der Zivilisation. Es schaut zumindest so aus, als wären da schon ein paar vor mir hier lang gegangen. Insofern kommt das Ding schon irgendwo raus. Hoffentlich. Die Richtung stimmt zwar nicht so ganz, aber naja, wohl doch. Die Richtung stimmt sogar, im weitesten Sinne. Ich glaube, da drin geht ein Weg. Da drüben ist ein Weg. Das ist der Weg, den ich eigentlich wollte, aber hier geht auch einer. Nehmen wir den. Also meine persönliche Theorie ist ja, dass solche Trampelpfade, die auf keiner Karte eingezeichnet sind, vor allem dadurch entstehen, dass alle versuchen, da lang zu gehen, wo die Karte sagt, da ist ein Weg, und da stellen sie fest, geht nicht weiter. Und dann schlägt man sich einfach mal durch den Wald durch und dann entsteht im Laufe der Zeit auch ein Weg. Denn ich meine, das hier ist ja ein astreiner Trailrunning-Weg. Das ist ja fast schon die Luxusausführung hier. So langsam komme ich wieder in die Dämmerung rein. Es sind noch ungefähr 5-6 Kilometer zum Ausgangspunkt zurück. Ich schätze mal, es wird heute wieder ein bisschen ein Nachtlauf. Schauen wir mal, wie es sich hinausgeht heute. Es ist halt bald Sommerzeit, Umstellung, deswegen ist es nicht mehr so lange hell jetzt. Jetzt geht es gleich in den finsteren Wald hinein.